Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind immer noch in der Schule, haben uns gerade aufgeteilt und wir müssen jetzt zum... So according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Genau. Wir wollen, wir gehen, glaube ich, die Batterie holen. Fire escape, nurse office, Georgia playground. Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Mhm. Und kann mir denn mal jemand sagen, wo wir jetzt sind? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. Wir schauen noch mal ganz kurz ein wenig hier rum. Not a history there. Not that it matters much now, I guess. Ja, ich glaube, die Geschichte ist jetzt durch. Liebes Amerika in dem Fall. No power, no TV. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Puppen. Püppchen. Creepy. Ja, dezent. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich höre ja immer so ein Mensch, ich mag ja gar keine Puppen. Ich finde Puppen irgendwie echt ein wenig angsteinflößend. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? Ja. Well, I'll let you get on with it. No, wait. There is something you can help me with. Uh-huh. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Doc and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Gott, du hast endlich meinen Rückgrat gefunden. I agree. I think you should tell him. Just not now. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault? I can't do it anymore. Ben, listen. Kenny seems like he's got his shit back together because right now he's got a purpose. But he's still in a real bad place. You tell him now, he's gonna lose it. And then we're all screwed. There'll come a time when he's ready to hear it, but it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Hm. Ja, sehe ich aber eh nicht. Jetzt im Moment ist jetzt gerade vielleicht nicht so die prickelnde Idee. Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Und solche Zeichen. Ach, guck mal. Das ist praktisch die Erklärung. Numbers of workers found. Number of citizens brought to Crawford. 2. Days since outbreak. Aha. Okay. Ich habe mir das jetzt zwar nicht gemerkt, aber... I have to wonder what's going on in the rest of the world. Ja. Just a bunch of paste. Okay, dann reden wir noch fix mit Clem und dann... You okay, Clem? Yeah. Oh. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it, being in school. Really? I would have thought school would be the last thing you'd miss about all this. No, I liked it. Huh, what was your favorite subject? History? Well, what do you know? Mine too. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? I don't think so, Clem. I think the best we can hope for is that we'll find a way to survive, to stay together, and to not let this change us. That's what's important. I guess you're right. Okay. Ja, auf geht's, Leute. Ach, guckt mal, hier ist noch so ein
und Hüpfeteppich. Hopscotch. Okay, das muss ich jetzt aber nicht machen. So, auf geht's. Auf der Suche nach einer Batterie mit... Wie hieß sie doch gleich? Molly? Finde ich auch keine super Idee, um ganz ehrlich zu sein. Okay, lalala. Also schnell konnte ich jetzt nicht lesen. Auf jeden Fall steht da irgendwie... ja, alle Kranken und... was steht da? Und Alten und Kinder unter 14 nicht erlaubt und ja, lala. Also, das, was wir eigentlich im Groben und Ganzen schon gehört haben. Must be the guy who ran this place. Keep you safe. Like he figured himself as some kind of supreme leader. Mhm. Okay. Müssen wir jetzt überhaupt hier lang? Ich weiß es nicht. Wir suchen ja eigentlich so eine Feuertreppe, richtig? The alleyway to the auto shops down here. You coming or not? Ja, ja. Es ist wieder umgesprungen. Showcasing's all over. Whatever happened here wasn't good. Ja, ganz sicher nicht. Kann ich den nehmen? They've already been fired. They're worthless. Okay, das dachte ich mir. Okay, hier hätten wir nochmal das schicke Schild. Hier, oder was? Exit to alley. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? Ja. Molly. Ich bin ja ganz ehrlich, ich traue ja Molly nicht so wirklich über den Weg. Molly, you out here? Guess I'm not going that way. Okay. Deliveries made in rear. Auto shop must be down this way. Okay. Looters will be shot on sight. Ja. Habt ihr das gesehen? Herman's auto body. Hier ist gar nichts, oder wie? Doch hier. Ach so, genau. Kletter mal. Aha. Das hätte auch ins Auge gehen können. Wer war denn dieser Schatten da gerade? War das Molly? Ich glaube, dass irgendwie... Da ist irgendwas schief. Must be the entrance to that auto shop where Bree said we'd find that battery. Mhm, okay. Wo der Käse sagte, es gibt Batterie. Entschuldigt. Damn, it's jammed tight. Okay, dann laufen wir mal weiter. Dann kommen wir ja hier erstmal. Was gibt es denn hier? An den Lieblingsfreunden? Better not get too close. Mhm, super. Okay, und was dann? What? Leave him. He's mine. What? What were you doing up there? You got it. One more. Die ist doch von hier ausgebrochen, oder? Die war doch auch, glaube ich, hier. Medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well, he ain't shit new. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Hmm. Not a problem. Look what I found. Oh yeah. Oh, handy. Oh nee, oder?
Nur einmal möchte ich nicht euch auf euch treffen. Oh, es geht wieder los. Gott sei Dank sind die ja mal ziemlich langsam. Oh, entschuldigt. Oh. Und der hat sich auch noch bewegt, oder was? Ja, der steht auch noch mal auf. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Okay. Also meine Vermutung ist ja, dass Moni von hier kommt und hier aus irgendwelchen Gründen ausgebüxt ist. Maybe there's a car battery in there we can use for the boat. Ja, dann guck doch mal nach, Schnuppi. Well, I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. What else? Looks like Crawford had their own semi-trucks. Also wie gesagt, ich bin irgendwie... Sag mal, können wir eigentlich mit ihr reden? Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen was preis, weil mich wundert das so ein bisschen. Something you need? What was all that about back there? He came at me up on that rooftop, tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? No, it just seemed like you went to town on him a little more than you needed to. Hey, you never really know when those things are all the way dead. I was just making sure. Look, you want to get this battery or not? Time's wasting. What do you think happened to Crawford? Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck them. So why did you decide to help us? I told you. I'm expecting a ride on that boat once that hillbilly friend of yours has got it running. You sure that's all of it? You want to keep interrogating me, or do you want to get the damn battery and get out of here? I'm going to have a look around. You do that. Immer noch nicht sehr viel, was wir da erfahren haben. Er kommt ja, ja, ja. Ja, okay, das macht ja auch Sinn. It's the panel that controls the hydraulic lift over there. Schauen wir doch mal, ob wir den eventuell... Bestimmt nicht beim ersten Versuch? Ja. Was zu erwarten war. Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Da haben wir nochmal ein Schild. Das heißt, wir brauchen Strom, oder wie? Aber Strom wird wahrscheinlich ein wenig schwierig. It's locked. No way in. Na, fantastisch. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Mhm. Okay. Jetzt schauen wir uns mal. Gibt's denn hier drüben jetzt noch irgendwas? Hier war nichts, ne? Hier vielleicht? Irgendwie, irgendwo. Irgendwas? Nix. Hier. Auch nix. Hier ist irgendwie so gar nichts. Hat sie vielleicht irgendwas? Something you need? Ah, think ja. I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda. Oh, sweet. That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. I got your promise now. Not a scratch. Ja, höchstwahrscheinlich. Da unten an den Schlauch. I did it. Whoa, whoa, whoa. That's probably not good. No shit. I'll try to hold them off. Hurry. There's the battery. Finally, something goes right. Gut, Leute, dann machen wir jetzt eine fixe Pause. Oh.
Ich mach mal kurz Pause. Mach mal eine kurze Folgenpause und ihr seht dann morgen weiter, wie es hier weitergeht. Und ich sehe jetzt weiter, wie es hier weitergeht. Und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi!